Auslandssemester haben Sie ja verbracht in den USA während Ihres Studiums, während Ihres Jurastudiums. Könnte man das als Flucht bezeichnen? Einmal hier rauskommen, Nein, einmal aber auf anders? jeden Fall als eine Möglichkeit, mal auf eine deutliche Distanz zu diesem Thema. Und dann erlebte ich in Amerika, und das war auch vielleicht ganz wichtig, dass ich natürlich im College dann auch mit jüdischen Amerikanern in Verbindung kam und sehr deutlich spürte die Antisympathie uns Deutschen gegenüber. Und da konnte ich dann mich nicht sozusagen damit schützen, indem ich sage, aber ihr müsst wissen, mein Vater war im Widerstand und hat sein Leben verloren. Ja? Sondern da wurde ich als Deutscher mit der Geschichte konfrontiert. Und da spielte dann der Widerstandsvater in dem Moment gar keine Rolle, sondern ich habe versucht, als Deutscher mich darzustellen und auch Verständnis zu erwecken. Aber man ist, der Widerstand ist eine Sache, aber Deutschland ist die andere Sache. Und man kann sich nicht aus der Verantwortung sozusagen flüchten, indem man sagt, das betrifft mich ja alles nicht, weil mein Vater war ja auf der richtigen Seite. Ich habe das in meiner Schulklasse erlebt, in Weiler. Als wir dann einen jungen Geschichtslehrer hatten, der es wagte, sich an das Dritte Reich heranzumachen, das war ja damals absolut tabu. Wir gingen dreimal durch die Antike, um die Neuzeit zu vermeiden. Und wir kamen auch auf den Widerstand zu sprechen. Und dann gab es eine Situation, wo ich also bildlich gesprochen spürte, wie alle mit dem Finger auf mich zeigten und mir sagen wollten, ja, du hast es ja gut, dein Vater war ja auf der richtigen Seite, unsere Väter nicht. Und das war eben die Zeit, wo diese Väter durch den Entnazifizierungsprozess durchgehen oder in Gefangenschaft waren oder weiß der Himmel was. Und das gefiel mir gar nicht. Also man mag ja nicht als junger Mensch so in einer isolierten Position sich wiederzufinden. Und ich fand das gar nicht komisch und fühlte mich auch gar nicht wohl in meiner Haut. Ja. Also, weil immer wieder gesagt wird, naja, ihr Widerstandsfamilien, ihr habt es ja gut, ihr habt ja keine Probleme. Nee, nee, wir hatten natürlich Probleme. Und man hat sich dieser Probleme überhaupt nicht angenommen. Also wir hatten keinerlei Therapievorschläge, obwohl es in manchen Fällen dringend notwendig gewesen wäre. Ja. Da waren die Holländer sehr viel bereiter, mit diesen Problemen besser umzugehen. Aber uns da hatte man immer das Gefühl, wir haben keine Probleme. Ja. Aber wenn Sie so meine Geschichte hören, dann spüren Sie ja schon, was da für massive Probleme entstehen, ja, mit denen man dann alleine gelassen ist. Ja. Sie haben schon kurz beschrieben, dann in Amerika, wie eigentlich ja, wie ja negativ Ihnen was entgegenschwappte, sage ich mal jetzt vorsichtig ausgedrückt. War es in Deutschland auch, dass Sie vielleicht sogar als Verräterkind Schon. beschimpft wurden? Ich habe das auf dem Land nicht so erlebt. Ich habe auch da nicht so die Isolierung erlebt. Aber ich habe es in den Gesprächen natürlich, da wurde dann schon gesprochen und dann ging es ja auch um die Wiedergutmachung für als Haftentschädigung. Und das war ein sehr mühsamer Prozess, bürokratisch bis zum geht nicht mehr, was man da alles nachweisen musste und nachliefern musste. Und dann wurde also ein Bild meines Vaters, spielte dann eine Rolle, wo er in der SA-Uniform, er war vorübergehend in der SA, und das hätte beinahe dazu geführt, dass man die ganze Wiedergutmachung hätte streichen wollen. Mussten wir das also widerlegen. Also das war nicht ganz einfach. Ja. Und da in der Zeit hat man das natürlich schon erlebt. Ja.